Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division 2 und wir spielen Herrschaft des Feuers und ihr seht es, bei so einem Wetter möchte man ja keinen Ranger vor die Tür schicken, aber es hilft nichts, wir müssen ran. So, ihr seht es auch leider hier, ich musste hier schon ein bisschen ins Gefecht gehen, ich habe mich hier schon ein bisschen vorgearbeitet, habe dann wieder mal den Arsch versohlt bekommen und deswegen ist das auch in den Anführungszeichen mein zweiter Anlauf, also bitte nicht wundern, wir nehmen das hier mal mit, ja, das hier nehmen wir mal mit, so. Also wie gesagt, nicht wundern, ich habe hier schon mal ein bisschen vorkämpfen, vorarbeiten müssen und es ist alles nicht ganz so einfach und wenn man einmal nicht richtig aufpasst, hat man ruckzuck jemanden im Rücken und bumm, ist man aus dem Spiel genommen. Also, zweiter Anlauf, um hier die bösen Buben zur Strecke zu bringen. Mal schauen, sind hier welche? Okay, da springt einer rum, da springen welche rum, okay, also, dann geht's wieder auf ins Gefecht. Ja, die Sicht hilft uns nicht gerade und irgendwo höre ich schon wieder so ein Rumrennen. Na, was ist denn los? Meine Drohne wird doch hoffentlich hier ihren Job erledigen. So, dann schmeißen wir hier mal wieder das Geschütz hin. Ohne es wird es wohl nicht gehen. Der Bub hat Spezialmunition. Da hinten springt auch einer rum. Und da ist natürlich wieder mal... Ja, Freunde, ich kann es nur sagen, ist gar nicht so leicht zu spielen. Aber ich habe voll den Spaß. Und das ist ja wichtig, das zählt. Okay, wie gesagt, da rechts irgendwo springt da noch einer rum. So, weiter im Konzept. Da müssen wir lang. Müssen wir durch. Und dann gibt es hier wieder eine kleine Kiste. Und die Kiste bedeutet immer, es gibt Stress. Okay. Oh ja, da ist er. Ja, da hat er jetzt ein kleines Problem, wenn das Geschütz direkt vor ihm auftaucht. Okay, hinter uns ist einer, aber der ist nicht hier im Gelände. Der springt irgendwo anders rum. Hoffe ich doch. So, Dele. Granate. Ah, das ist zu kurz. Alles egal. So, da wird dann noch Verstärkung kommen. Oder auch nicht. So, dann nehmen wir wieder das Material auf. Da gibt es ein paar Raketchen. Die nehmen wir gerne mit. So, und in die Richtung müssen wir. Ja. Okay, alles da. Nein, ist sie nicht. So.
Der ist raus, der ist raus. Und da springt noch einer rum. Gut, das geht jetzt soweit. Na, ist weg. Gut. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Die Drohne nehmen wir wieder raus. So. Und jetzt kommen wir dann zum Heliplatz. Und dann schauen wir mal, ob wir diesmal durchkommen. Weil da ging es dann doch ganz schön zur Sache wieder mal. Ja, ihr hört's. Es poppt Loot auf. Oha, da drüben ist was und schießt von der Seite. Die Flanke ist nicht frei. Okay. Ja, das Problem sind immer die Granatwerfer. So. Da müssen wir ein bisschen mehr ein Auge drauf werfen, weil da dürften jetzt hier drüben die Verstärkungen kommen. Und wir müssen, glaube ich, häufiger die Stellung wechseln. Sonst schießen sich die Kollegen doch ein. Oh ja, auf dem Präsentierteller. So, da hinten wirft wieder einer. Irgendwas? Kommt irgendwas hier hoch? So, hinter dem Teil sind wir noch relativ safe. Naja. So. Sehr schön, den Kollegen mit den Drohnen haben wir eliminiert. So, jetzt würde ich... Ja, er hier wäre mir auch noch recht, wenn wir ihn rausnehmen. Sehr gut. So. So, jetzt werden wieder irgendwo gleich welche angedackelt kommen. Das sind mehrere Wellen hier. Da links haben wir noch was. Okay. Okay. Ja, sieht dann doch jetzt ganz gut aus. Area clean. Dann können wir jetzt aufsammeln gehen. Vor allem jede Menge hier Granaten. Rakete. Das wird uns helfen. So, was haben wir hier? Eine Handgranate. Okay. Ach, sind wir schon wieder voll? Ups. Okay. Schade. Ach, so schöne Hubschrauber und alle sind sie kaputt. So. Wo geht's lang?
müssen da durch. Da nochmal aufmunitionieren. Steht auch, glaube ich, schon wieder einer. Nein. Da steht doch schon wieder einer. Da steht noch einer. Da werden vermutlich noch mehr stehen. Ja, okay. Das ist die Geschichte. Huch. Jetzt hätte ich mal das Mikrofon hier. Okay. So passt's wieder. Wie gehen wir das am cleversten an? Wie gehen wir das am cleversten an? So, wo kommen die her? Wo kommen die her? Ach, da hinten. Okay. Oh ja, werfen wieder eine Granate. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Ach, das ist dieses hässliche Teil. Ein bisschen aufpassen, ob von links was kommt. Der hier. Dann ihn hier mal aus dem Häuschen schießen. So, und wofür haben wir denn diese tollen Teilchen? Okay. So, jetzt ist da hinten. Ah ja, da hinten kommen noch jede Menge angesprungen. Da waren zwei zu viel. Ja. Der ist zu weit weg, der Scharfschütze. Wofür haben wir denn das Zeug? So, da können wir aber auch nochmal nachladen. Ups, nee, so. So. Okay, das wird nichts. Haben wir auf den, genau, da kommt das Geschütz hin, das ist gut. So, den Scharfschützen da hinten mal aus dem Spiel nehmen. Der macht es nicht leichter. Noch mehr Verstärkung. Und noch eine Welle. Ah ja. Oh, da hat er auch wieder irgendwas vor. Will er was auspacken?
Ah, zu spät, den hat's schon erwischt. Das Netzwerk entdeckt. Okay. So. Dann wollen wir mal wieder hier ein bisschen einsammeln. Nachdem wir hier gut aufgeräumt haben. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Wie, rote Stürmerdrohne? Wie war's wohl wer? Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Wo? Kommt noch was? Ich hoffe doch nicht. So, mal schauen. Das nehmen wir erstmal wieder alles zurück. Was haben wir hier? Nö. So, dann wieder ein paar Raketen aufnehmen. Die können wir immer gebrauchen. Hier oben auch. So, das Ziel. So. Jetzt die Frage, war da irgendwas da oben drin, was wir noch irgendwie abchecken müssen? Nö, kommen wir gar nicht rein. Nö, kommen wir gar nicht rein. Gut. Dann hier weiter im Konzept. Da müssen wir, glaube ich, rechts rum. Ja. Augenblick mal. Verschlüsselte Datei entdeckt. Lade Daten zur Analyse hoch. Ja. Sehr schön. Lade Daten zur Analyse hoch. Gut. Oder habe ich irgendwas verpennt? Da sind noch Kollegen, die mir das Leben schwer machen wollen. Ups, da wollte ich jetzt gar nicht drüber. So, erstmal sortieren und gucken, wo die Kollegen rumlaufen. Ah ja, da oben haben wir dann wieder irgendein Störgerät. So, da können wir gar nichts machen, da kommen wir gar nicht durch. Wir müssen da durch, hilft nichts. Ah, aber sie kommen. Da ist auch einer. Oh. Ah ja, er verschanzt sich da. Dann verschanze ich mich besser auch mal. Ah ja, Störgeräte ohne Ende. Ach so. Genau. So, der andere hier geht mit dem Buschen auf den Zeicher. Dann werden wir ihn mal raustreiben mit einer Granate. Hoffe ich doch. So, und dann werden wir vermutlich da irgendwo noch rüber müssen. Okay. Ist also soweit auch bereinigt hier die Gegend. Und dann können wir jetzt hier rüber hopsen. Okay. Wir müssen doch da jetzt irgendwie rein und bestimmt müssen wir irgendwas wieder. Kann das sein, dass wir irgendwas auslösen, irgendwas drücken müssen, dass wir hier rein müssen? Ach, wir müssen gar nichts drücken, wir gehen einfach hier durch. Okay, wofür hat man auch ein großes Tor, wenn man auch hier durch kann, ne? So.
Ach, da oben macht sich einer zu schaffen. So. Wieder so ein Teil. So, irgendwo. Ah, da ist er. Und da ist noch einer. Um den kümmere ich mich. Na. Huch. Ja, da hinten. Hm, einer auch. So, da oben sprintet noch einer rum. Oh ja. Hm. Ja, dann werden wir erstmal wieder einen Rückzug antreten, um uns in eine bessere Schussposition zu bringen. Die Kollegen sind nicht zu unterschätzen. Den Fehler haben wir schon einmal gemacht. Ja, das war dann wohl nichts mehr. So, wie viel haben wir jetzt noch? Zwei? So, einer springt noch rum. Wo versteckt er sich? Wo verschanzt er sich? Während wir hier mit unserer Uhr aufsteigen. Oh ne, da kommen noch mehr. Und wieder den Rückzug. So. Mann. Freunde. Oh, nicht so gut. Da sind wir im Schussfeld von der Gatling. Na, runter mit dir. Sie nicht hin. Er ist noch sauer wegen dem Lotterielos. So. Ja, ob das so clever ist. Nur Gerede, nichts dahinter. Ups. Ich decke dich. So, da hinten kommt er, vermute ich mal, der gute Kirscht und will bei der Party mitmachen. Das heißt, jetzt müssen wir uns ein bisschen... Ja, okay. Gut, er verpisst sich wieder. Was soll ich davon halten? Okay.
Ah, da kommt er wieder. Er bleibt auf der anderen Seite. Na. Verstorben. Danke, dass Sie ihn ausgeschaltet haben, Agent. Ja, aber wir sind noch nicht ganz fertig, habe ich so den Eindruck. Da haben wir noch zwei, die müssen noch weg. Das sind wie immer die Unbelehrbaren. Aufnahme wartet. Kommen Sie ins Schloss. Ja, das werden wir doch gerne tun, wenn wir alles aufgeräumt haben. Sind alle weg? Ja, sind alle weg. Dann werden wir uns gleich die nächste Drohnenaufnahme ansehen, aber erstmal möchten wir hier mal alles einsammeln. So, nehmen wir einfach mal alles mit. Können wir ja später immer noch aussortieren. Liegt hier noch irgendwo was rum? So, Dele. Zack. Zack. Nein. Oh. Nein. So, da haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles aufgesammelt. Dann machen wir eine Schnellreise. Und dann hören wir uns mal an, was es Neues oder Interessantes zu hören gibt. Da müssen wir hin. Und dann hätten wir den zweiten Teil und somit 50% der Fahndung erstmal erledigt. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. So, und da müssen wir lang. Und dann schauen wir mal, was uns der Computer erzählt, was uns die Aufzeichnungen zeigen, wie es in der Story weitergeht, was es Interessantes zu hören gibt. Hier sind wir richtig. Wenn wir mehr Mörser nachrüsten wollen, brauche ich mehr DC-62. Danke für den Hinweis, Lieutenant. Heißt das, Sie schicken mehr DC-62, General? Ja, im Moment liegt eine Kontaminierung nicht in unserem Interesse. Solange sie sichtbar ist. Worauf spielen Sie an? Gerüchte über Strahlung, Sir. Ah, oh, Gerüchte. Was für Gerüchte? Geht's um das Kraftwerk? Nein, St. Louis. Was ist mit St. Louis? Sie wissen es wirklich nicht? Da gibt es nichts zu wissen. Entweder labern Sie nur Scheiße oder Ihr neuer Freund hat Ihnen beigebracht, wie man verdammt gut lügt. Mäßigen Sie Ihren Ton, Lieutenant. Mein Ton ist mir scheißegal. Ich will wissen, ob ich mir Sorgen um eine Strahlenvergiftung machen muss. Sir. Wenn ich die Wahl zwischen DC-62 und einer Strahlenvergiftung hätte, wäre mir das Pulver lieber. Man stirbt schneller und schmerzloser. So, so. Aha, das nimmt ja ganz interessante Züge an hier. Strahlenvergiftung. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall. Gucken wir hier nochmal kurz in die Verhandlungen. Wir haben Cursed eliminiert, wir haben Chunks eliminiert
Und jetzt haben wir noch den Lieutenant Bentham. Und diesmal schauen wir wirklich, dass wir auch ins richtige Viertel gehen, um die Sache anzugehen. Nichtsdestoweniger möchte ich mich hier an der Stelle recht herzlich bei euch bedanken wieder fürs Zusehen. Und wir werden demnächst wieder weitermachen hier mit The Division. Aber zwischenzeitlich gibt es mal wieder mal ein paar Folgen Landwirtschaftssimulator. Und was ich zurzeit ja sehr, sehr gerne mache, ist EA Sports PGA Tour ein bisschen Golf spielen. Die Golfsaison hat begonnen, nicht nur für mich im echten, sondern auch in der virtuellen Welt. Ich sage recht schön Dank fürs Zusehen und wieder bis demnächst. Bis dahin, tschüss, ciao, cheerio.